Die Gebäude haben einiges erlebt. Seit Evadeck drauf steht, läuft es wieder rund. 200 Mitarbeiter vor Ort, rund 300 weltweit. Durch Bach ist das Tor zur Welt. Und die beiden haben das Nadelöhr im Markt gefunden. 2004 sind sie eingestiegen. Warum? Ja, weil wir das Gefühl haben, das sei eine zukunftsträchtige Technologie. Und wir müssen das Know-how unbedingt hier im Vacuum Valley behalten. Das war eigentlich die Grundidee, warum wir das übernommen haben. Wir haben uns dann natürlich weiterentwickelt. Da sehen wir zum Beispiel Radiance, wo man heutzutage braucht, um LEDs herzustellen. Ja, die LED sehen wir natürlich im Licht, Gebäudebeleuchtung oder beim Blitz im Handy. Hat jeder hier sehr starke, leistungsstarke, sogenannte High-Brightness-LEDs. Und für die zu herstellen, machen wir Produktionsanlagen, um die dünnen Schichten hier zu applizieren. Ein weltweit hart umkämpfter Markt. Gibt es Ängste um die Erfolgsspur zu Trebach? Nein, Angst nicht. Nein, aber wir sind immer vorsichtig, dass das nicht passiert. Und versuchen durch das immer natürlich technologisch uns weiterentwickeln und am vordersten von uns bleiben. Angefangen haben sie mit Verdampfungstechnologie. Innovation heisst aber sich entwickeln. Beim Spatteren kann man höher automatisierte Produktionsanlagen realisieren. Das sehen wir hier bei dem Beispiel Solaris, wo wir ein sogenanntes Inline-System Substrat über den Pivotarm ins System einschleusen. Und dann geht es dann von einer Spatterstation zur nächsten. Ein anderes Produkt ist Single-Prozess-Modul. Single-Prozess-Modul darum, weil wir haben einen Load-Lock, wir bringen ein Substrat in die Anlage rein. Ein einziges Substrat, das reingeht und dann hier beschichtet wird. Ja, und wo haben Sie denn das alles gelernt? Wir haben beide die Ausbildung gemacht bei der Balzers AG damals, was noch Balzers geheißen hat, ganz klassisch. Und beide Elektromechaniker, das ist heutzutage ein Automatiker, und wir sind beide nachher ins Technikum gegangen. Und wir haben auch heute noch sehr eine enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen hier in der Umgebung, wo wir viele KTI-Projekte machen und auch immer wieder neue Sachen entwickeln können. Also ist für uns ganz ein wichtiger Innovationsgeber in der Region. Das ist das A und O in der Schweiz. Wir haben keine Naturressourcen, darum müssen wir eigentlich die Ressourcen der Menschen fördern und die auch ausbilden, dass wir hier mithalten können. Das ist so, ja. Wird alles hier gemacht, wird alles hier entwickelt vor allem. Und die ganzen Prozesse werden hier von unseren Mitarbeitern entwickelt und nachher auf die Maschine gebracht und dann gehen wir mit der Maschine zum Kunden. Ja, wir versuchen natürlich unsere Lösungen zu schützen. Einerseits über Patentierungen, andererseits aber auch mit gezielten Publikationen, dass wir den sogenannten Freedom to Operate haben und so uns auch einen zeitlichen Vorteil im Markt können erarbeiten. Wir sehen hier die Montage von einer Radiance, wo wir verschiedene Baugruppen miteinander verheiraten. Die Baugruppen kommen hauptsächlich auch aus dem Rheintal. Was wir jetzt hier sehen, ist die Schichtfläche, die der Mitarbeiter hier bearbeitet, dass ja kein Staub und kein Fissel drin ist, dass nachher das Vakuum gut dicht ist. Ja, im Automobilbau sagt man dem die Hochzeit, wo der Motor in die Chassis gehabt wird. Bei uns wird der Drehantrieb in Rezipient, in dem Fall von der Radiance Spatteranlage, eingesetzt. Was sonst für Bach in der Erfolgsspur gekommen ist, das ist ja mal abgestoßen worden. Hat es junge Unternehmer gebraucht für einen Erfolg? Eine schwierige Frage. Das war natürlich damals eine strategische Ausrichtung von Unexis. Das sagt man immer strategisch. Wo man sich halt von der ältesten Technologie, die Balzers entwickelt hat in den 60er Jahren, sicher wollte verabschieden. Und glücklicherweise haben dann Märkte wieder einen Aufbaumen erlebt, wie zum Beispiel LED und auch Wireless Communication. Das ist natürlich mit dem iPhone im 2007 hat das eine ganz neue Dimension erlangt, was man sich offenbar vorher nicht hätte können erahnen können. Wir machen 98% Export. Viel natürlich in asiatischen Raum, wo wir uns mit Englisch verständigen, weil unser Chinesisch ist, lässt es wünschen übrig. Ja. Du weißt, so also schnell sein, findig, mutig, halt jugendlich dynamisch, vielleicht manchmal sogar ein bisschen frech und immer wertschätzend zu den Mitarbeitern. Der Preis ist für uns eine grosse Ehe, dass wir aus der Region den überkommen, dass man in der Region an uns denkt, weil wir haben hier sehr viele Mitarbeiter, die natürlich täglich ihr Wissen, ihr Know-how
in unsere Produkte einfließen lassen. Und wir sehen das als Wertschätzung von der Region an die Region in dem Sinn, also von der Region an unsere Mitarbeiter.